Ich wünsche euch noch ein gesundes neues Jahr. Wir haben jetzt 2021 und ich habe noch so eine kleine Geschichte, weil ja bei in Bayern zum Beispiel die Weihnachtsbäume noch stehen bis zum 6. Januar. Noch eine kleine Geschichte, wo es ein bisschen um einen Weihnachtsbaum geht. Die Geschichte ist aus dem Kinderschatzbuch Meine schönsten Geschichten zur guten Nacht vom Gondolino Verlag und heißt Der Tollpatsch. Es wurmte Mischa, dass seine Schwester Caroline ihm nichts zutraute. Den Christbaum schmücke ich ohne Mischa. Der Tollbart schmeißt bloß die Kugeln kaputt, hatte sie gesagt, als der Vater den Baum in den Ständer einpasste. Mischa war beleidigt. Caroline war nur ein Jahr älter als er, aber sie behandelt ihn wie ein Baby, weil ihm ab und zu ein Missgeschick passierte. Dir werde ich es zeigen, schwor sich Mischa, als er abends in seinem Bett lag. Der Baum wird geschmückt sein, bevor morgen früh überhaupt jemand wach ist. Ihr werdet staunen, wie prima ich das kann. Mit diesem Vorsatz schlief Mischa ein. Ganz leise schleicht sich Mischa mitten in der Nacht aus seinem Zimmer. Er hat die große Taschenlampe dabei, in der Abstellkammer knipst er sie an. Vorsichtig schiebt er den Hocker vor das Regal. Der Karton mit dem Christbaumschmuck steht ganz oben. So sehr sich Mischa auf dem Hocker auch streckt, er kommt einfach nicht ran an den Karton. Hier sieht er den Abstellraum. Ganz da oben ist der Karton mit den Kugeln. Und da steht er schon auf dem Hocker. Und da seht ihr auch noch was, wo so ein Bändel ist. Das seht ihr gleich. Da holt er die Fußbank aus der Küche und stellt sie auf den Hocker. Das ist eine sehr wackelige Sache. Aber nun kann er endlich den Bindfaden fassen und den Karton damit nach vorne ziehen. In der einen Hand hält er die Taschenlampe, in der anderen das Ende des Bindfadens. Und unter sich hat er die wackelige Fußbank auf dem Hocker. Schneller als Mischa denken kann, kommt ihm von oben der Christbaumschmuck entgegen. Die Kugeln kullern über seinen Kopf und zerplatzen auf den Fliesen. Das Lametta und die glitzernden Girlanden bleiben in Mischas Haaren und am Schlafanzug hängen. Nun sieht er selbst aus wie ein geschmückter Weihnachtsbaum. Das ist ja eine schöne Bescherung. Vorsichtig steigt Mischa von der Fußbank auf den Hocker, vom Hocker auf den Fußboden und besieht sich den Schaden. Da ist aber auch keine einzige Kugel ganz geblieben. Überall glitzernde Splitter. Selbst die Christbaumspitze ist kaum noch zu erkennen. Was mache ich bloß, denkt Mischa verzweifelt. Womit schmücken wir jetzt den Baum? Caroline wird heulen und wieder Tollbart zu mir sagen. Was mache ich bloß? Mischa erschrickt, als sich der Kater Muck durch den Türspalt in die Abstellkammer zwängt. Er hat den Schwanz kerzengerade aufgestellt. Seine Augen glitzern mit den bunten Splittern um die Wette. Bist du ein Tollbatsch, maunzt der Kater. Nimm schnell den Besen und fege alles zusammen, bevor es jemand merkt. Dann stell den Karton einfach wieder aufs Regal. Ich verrate nichts. Mischa schaut in die glitzernden Katzenaugen. Die Versuchung ist groß. Vorsichtshalber fragt er, was verlangst du für dein Schweigen? Muck streicht um Mischas Beine. Nicht viel. Lass mich nachts mit in deinem Bett schlafen, nur am Fußende. Eigentlich möchte Mischa sein Bett nicht mit dem Kater teilen. Aber was bleibt ihm anderes übrig? Den Rest der Nacht verbringt Mischa damit, die Splitter von den Fliesen zu fegen und sie in den Karton zu schütten. Vergiss nicht das Lametta auf deinem Kopf, meint Muck und gähnt. Und beeil dich, ich will ins Bett. Mischa schwitzt vor Anstrengung, als er den Karton endlich wieder oben auf das Regal gestellt hat. Seine Beine zittern. Er schleicht durch den dunklen Flur in sein Zimmer. Dort hatte sich der Kater im Bett schon bequem gemacht. »Wenn du die Beine nicht so lang ausstreckst, kann ich prima am Fußende schlafen«, schnurrt Muck. »Ich verrate nichts. Großes Kater-Ehrenwort.« Am nächsten Morgen traute sich Mischa kaum aus dem Bett und seine Beine waren ganz verkrampft vom Einziehen. »Nein«, dachte er, »ich will nicht jede Nacht mit krummen Beinen schlafen.« Lieber beichte ich, was ich angestellt habe. Und wenn Caroline Tollbatsch zu mir sagt, dann soll mir das auch egal sein. Als er in die Küche kam, stand der Karton auf dem Hocker. Mischa war zum Heulen zumute.
Beim Frühstück erzählte er, was er in der Nacht angerichtet hatte. Carolin sagte, »Na siehste, du bist eben doch ein...« »Halt«, sagt die Mutter, »ich finde es ganz schön mutig, von Mischa alles zuzugeben, auch wenn er es nur geträumt hat.« Sie lachte und hob den Deckel vom Karton. Da lagen sie, die bunten, glitzernden Kugeln. Eine neben der anderen. Alle waren unversehrt. Nicht mal das Lametta war verheddert. Mischa schickte einen merkwürdigen Blick zum Kater Muck, der gerade sein Fell putzte. Aber Muck schien sich an das nächtliche Abenteuer überhaupt nicht zu erinnern. Dann hat er das alles nur geträumt. Das war ja noch mal Glück, ne? Sonst hätten die ja jetzt gar nichts zum Baumschmücken. Ja, und hier seht ihr noch mal das Chaos, ne? Also hier der Stuhl und dann noch mal was obendrauf. Also das dürft ihr auf keinen Fall machen. Das ist viel zu gefährlich, viel zu wackelig. Und da sieht man ja schon, dass das alles runterfällt, ne? Und also, was vielleicht noch besser gewesen wäre in der Situation, zu sagen, dass das der Kater gewesen ist. Aber das Beste, was er gemacht hat, ist, wenn sowas passiert, sagt die Wahrheit. Das ist immer das Beste. Ja, und ihr habt ja auch gesehen, der hat die Wahrheit gesagt, aber der hat es ja alles nur geträumt. Ja, und jetzt hoffe ich, dass ihr auch was Tolles träumt. Nichts, was gefährlich ist oder wo was kaputt geht, sondern was ganz, 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 ganz Tolles. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit der neuen Geschichte aus dem gleichen Buch. Und ich freue mich, dass ihr dann wieder dabei seid. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, lasst mir ein Abo da oder sagt euren Eltern, die sollen ein Abo da lassen. Dann werdet ihr mal daran erinnert, wenn die neue Geschichte wieder online ist. Also, ich freue mich. Bis dann. Schlaft gut. Tschüss, eure Michaela Hirsch.